So, wir fangen heute an mit Unsympathisch TV, denn auf Unsympathisch TV kam heute das Duell der Giganten. Und der Titel wird dem Video gerecht, ich sehe schon, Knossi und Pietro Lombardi. Leute, was wird das hier? Jetzt bin ich aber wirklich hyped und gespannt. Let's go. Oh mein Gott, Pietro. Ey, Pietro, du musst gewinnen, Bruder. Du musst gewinnen. Pietro, du weißt, ich glaube an dich immer. Let's go. Ich bin eigentlich sehr intelligent, Alter. Heute ist es soweit. Heute kommt das Duell der Giganten. Heute drehen wir um Schreiben. Gegen. Ey, aber warum keine epischen Chöre? Warum nicht irgendwelche Frauen, die uns Wind zufächern? Episch muss es sein. Da muss was singen, da muss was passieren. Da hat er recht. Hat der Knossi absolut recht. Unsympathisch. Sei mal nicht so geizig. Hol mal die Frauen. Hol mal die Chöre. Hol mal Konfetti. Das kann nicht so weitergehen. Ne? Drum grüß ich dich, mein Vaterland, Vaterland, du edle Perle im Deutschland. Okay, da haben sich die genau richtigen beide getroffen. Frisch auf, mein Vaterland, die Sex. Jungs, ihr wisst, wie umschreiben geht. Okay. Ich such das Wort Fußballspiel. Pietro sagt Bundesliga, stimmt prinzipiell. Fußballspiel ist aber das Wort, was ich suche. Das ist ganz wichtig. Ich würde sagen... Okay, wir machen mit, Leute. Wir machen mit. Schaffen wir da was? Schaffen wir einen Punkt? Ich weiß es nicht. Erster Begriff, Pietro gegen Jens. Let's go. Ich schwöre, du schaffst das nicht. Das ist ein Glücksspiel. Pietro, du schaffst das. Pietro, ich sende dir die Energie. Komm, du schaffst das, Bruder. Riesenritte, Bücher, Casino. Ich hab mich mal zugehört. Also, das ist ein Glücksspiel. Glücksspiel, okay. Poker. Riesenritte, Bücher, Casino, Casino. Let's check. Poker, FIFA, Packs Opening. Was willst du noch? Und da hat man 49 Zahlen. Lotto! Oh, Lotto! Oh, das hätten die Buberts gewusst. Verdammt! Ja! Stopp! Okay, ich dachte gerade, da wäre Feuerwerk. Bingo Lotto! Das Video hängt. Bingo Lotto. Bingo ist das Lotto für ältere Menschen. Das gibt eine Anzeige. Okay, Jungs, das ist ein Ort, da chillt man meistens abends mit seinen Freunden. Disco. Shisha-Bar. Shisha-Bar hätte ich direkt als zweites gesagt. Verdammt. Shisha-Bar. Muss man leider zugeben. Knossi war schneller. Pietro, enttäusch mich nicht, mein Junge. Enttäusch mich nicht. Ja, was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir, Pietro? Was ist? Bruder, jetzt gib Gas! Gib Gas, Junge, gib Gas! Keine Ahnung. Das ist ein Tier und es ist gefährlich. Nashorn! Hund! Pitbull! Gefährlich! Krokodil! Land! Tiger! Ja! Tiger! Ja, das hat er gewusst, wegen dem Tiger, weil er eine Tonne wiegt. Pietro, das habe ich dir übermittelt. Pietro. Sehr gut. Den ersten Punkt, das war wichtig. Das war der wichtige Punkt. Das war der Eisbrecherpunkt. Pietro, das war wichtig. Du musst jetzt anknüpfen. Du musst jetzt weitermachen. Mach weiter da. Tiger. Da ist Tiger. Wiegt doch locker eine Tonne. Rede doch! Das ist eine Stadt, die ist sehr bekannt. Berlin. Paris. Sehr bekannt. Las Vegas. Las Vegas. Dann bin ich zu Hause. Oh nein, es geht die ganze Zeit nur um so Glücksspiel und Showbusiness. Merkt ihr das? Knossi, das ist aber das ist eine Vorteilsrunde für Knossi. Was ist da los? Da bin ich zu Hause. Das ist ein Ort, an dem... Berlin! An dem bildet Stuttgart! Man, an dem bildet man sich fort. Was? Schule! Uni! Universität! Uni! Ja! Ich bin noch nie auf der Uni gewesen, aber ich weiß es, Alter. Ja! Sehr gut, Pietro, sehr gut. Jetzt weiter. Los, Anschlusstreffer. Universität! Wenn abends ein Fußballspiel ist, muss es... Abpfiff! Muss beleuchtet werden. Scheinwerfer! Nein, Pietro war auch schneller, Alter. Nico! Lass uns Münze schmeißen. Okay. Ich nehm Zahl. Komm schon. Zahl! Es war Zahl! Du hast dein Schloss gesehen, der ist so gemein. Wie kann man so sein? Jungs, man kann reden, aber man kann auch... Sprechschreien! Ja! Mann! Das sind alles Wörter... Das sind Wörter, die sind wie für Knossi ausgelegt. Das ist Schiebung, Leute. Merkt, das ist Schiebung. Knossi, du weißt, ich küsse deine Augen. Aber Pietro, das ist mein Ziehkind, Bruder. Ich kann nicht, ich muss für Pietro sein. Knossi.
Knossi, beruhig dich jetzt mal ein bisschen. Beruhig dich jetzt mal. Ruhiger Stream, Knossi, ruhiger Stream. Ja, ich bin die Nummer 1. Bist du zu leise, bin ich zu laut, bist du zu schwach. Pietro. Pietro. Da bin ich zu Hause. Pietro. Okay, das hat die Kamera, das hat das Handy. Licht. Licht. Nein, nein. Linse, Kamera. Was? Tastatur. Akku. Was willst du? Akku. 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 Jawohl, jawohl, Pietro. Akku. Akku, Mann. Ich hab's doch fünfmal gesagt. Hör doch direkt hin. Wieso bringst du mich zum Schwitzen, Alter? Warte Alter. Mal. Okay. So ziemlich jeder von uns wird damit jeden Tag so konfrontiert. Essen. Man hört es im Auto. Nachrichten. Radio. Was? Musik. 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 Ja. Jawohl, jetzt kommen die Pietro-Wörter. Jawohl, Pietro. Jawohl, jawohl, Junge, zeig es ihm. Junge, zeig es ihm. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Ich hab's gesagt. Es war schon die Musik. Señorita, sei meine Adriana Lima. Pietro ohne Autotune. Adriana Lima. Ja. Und ich fahr auch mit dir Jetski. Ich suche eine Süßigkeit. Nein, hä? Wie können wir das gleich? Haribo, Zuckerwatte. Chips. Da gab es immer eine längliche Stange mit verschiedenen Sorten drin. Zuckerstange. Badehausestäbchen. Es war immer eine Stange, so, so ein Kaubonbon-mäßig. Was? Mauarm. Mauarm. Yeah! Nein, nein, Mauarm, das ist es. Ah. Ah. Oh mein Gott, das kann ich. Nein, das ist anstrengend. Hab ich einen roten Kopf? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist, ich weiß überhaupt nicht, wer in Führung ist. Ich glaube, ich knoste die zwei Punkte in Führung. Komm schon, da muss noch ein bisschen was gehen, da geht noch was. Jetzt muss es richtig schnell gehen, okay? Ja, los. Richtig, richtig schnell. Los. Katja Krasavice ist eine... Schleier! Eine Frau, eine Frau. Oh, YouTuberin! Erotikmodel! Ich kann nicht sagen, Frau! Ist das sexy! Nee. Chillt mal, Angela Merkel ist es auch. Polygamistin, Frau! Frau! Oh nein! Pietro, warum? Du weißt doch, wie eine Frau aussieht, Pietro. Du, so, Haare, Gesicht, Brüste, du weißt es, Pietro. Ich hab dir die Frauen gezeigt. Ich hab dir gesagt, guck mal, das ist eine Frau, kein Schniedelwutz. Ja, nur manche ja, manche ja. Ist ja auch okay, aber was ist mit dir? Warum sagst du nicht einfach Frau, Mann? Ah, Pietro, enttäuschend. Ich hab dir die Frauen gezeigt, Bruder, ich hab sie dir gezeigt. Was ist denn mit Madeira? Macarena, was ist mit Macarena? Mit der du dann über die Ribera Brava fährst oder wie auch immer das Lied heißt. Du weißt es doch, Pietro, das kann nicht sein. Oh, eine Frau! Ich sag Politikerin! Ich bin eigentlich sehr intelligent, Alter. Aber was war dieses Was war von beiden auch? Was war das für ein Ding? Kann ja, hey, wir machen Spaß. Ich glaube, selbst wenn sie das Wort gesagt hätten, man weiß nicht, was für ein Wort sie meinten, aber selbst wenn sie das Wort gesagt hätten, ich glaube, Katja wäre die Letzte, die darüber böse gewesen wäre, weil sie bezeichnet sich ja selber als so. Ey, nein. Komm, wir machen Sextape. Wir kennen die Texte, sing. Will gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Wir sind Fans. Ja, ja. Das ist meistens Samstag 15:30 Uhr. Fußball Bundesliga! Wie heißt das Wort? Fußballspiel. Meistens Samstag 15:30 Uhr. Fußball. Sky Fußball Bundesliga! Das ist mein Beispiel immer. Beispiel. Fußball! Spiel! Ja! Ja! Das steht doppelt, weil es das Beispielwort ist. Das steht doppelt. Das steht dreimal. Wichtig, Simon, merkst du das? Ja, ich merk das doch! Ich merk es, aber was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Lässt dich hier von Klossi abziehen, Retro! Lässt dich hier von Klossi abziehen! Pietro, das geht so nicht. Pietro, da haben wir jahrelang drauf geübt auf diesen Moment. Wenn ich will, kann ich! Ja. Sascha, hör mir zu! Konzentrier dich beim Reden! In gefährlichen Situationen Angst! Kannst du ein Lebensretter sein. Schrecken! Adrenalin! 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 Unfall, warum im Auto? Polizei! So. Hier, wie heißt das? Airbag! Airbag! Krankenwagen! Airbag! Jo! Jo! Jo, es ist noch nicht vorbei! Es ist noch nicht vorbei, Pietro! Es ist noch nicht vorbei! Es ist das letzte Wort gewesen? Bruder, komm schon, komm schon! Bruder, komm! Zieh durch, Bruder, zieh durch! Es ist unentschieden! Es ist unentschieden! Pietro, ich bin so stolz auf dich! Du hast nicht verloren und das ist alles, was zählt. Es gibt ein Sprichwort. Gewinnen, entrinnen, verlieren, manieren. Du hast nicht deine Manieren verloren. Versteht ihr das? Versteht ihr, was ich sage? Unentschieden, ich bin stolz auf ihn. Ich bin stolz auf ihn.
Er war nie auf einer Uni, aber hat unentschieden gegen Knossi gespielt. Ich bin stolz auf ihn. Pietro, ich bin stolz auf dich. Egal, du hast mich nicht enttäuscht heute. 6-6, das ist eine gute Sache. Dann kannst du Revanche geben, beim nächsten Mal ziehst du richtig durch. Das ist okay, es ist noch nichts verloren, weißt du, unentschieden. Dann beim nächsten Mal ziehst du durch, Bruder, beim nächsten Mal, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, ich bin einfach stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, Bruder, ich hab gefühlt, ich hab's durchgehend gefühlt. Ich hab deine Gehirnzellen gefühlt bei mir. Das war intens. Komm schon. Oh Mani, du bist so stark wie nie. Leute, das war's von Umschreiben, das Duell der Giganten, Knossi gegen Pietro. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr eine Fortsetzung davon haben wollt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Es muss eine Fortsetzung geben, denn es ist unentschieden. Wag es dich nicht, keine Fortsetzung zu machen. Es muss eine Fortsetzung geben, okay? Hast du es verstanden, Sascha? Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenloser Ehrenbruder-Basis ein Abonnement da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Wenn es heißt, lass mich in Ruhe, ich will es nicht mehr spielen. Oh mein Gott, Pietro. Ich küsse deine Augen, Leute. Checkt unsere Party V ab. Checkt auch Knossi ab und checkt Pietro ab. Lasst Küsse da. Aber die nächste Folge, ich sage euch, Pietro hat jetzt einfach auf unentschieden, auf spannend hat er gespielt. Nächste Folge zerstört er. Ich hab's im Blut. Ja.